doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Hey Freunde der Sonne, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Wenn ja, Merry Xmas. Wenn nicht, natürlich auch Merry Christmas. An der Stelle wollte ich euch nur sagen, das ist ein neuer Vlog. Es geht nach Berlin. Wir haben heute einen Weihnachtsstream. Sydney, Eli, Melina, Roat und ich. Und ich nehme euch bei den ganzen mit. Ich nehme euch mit, mache einen Vlog. Und ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen. Wenn ja, tut mir einen Gefallen. Lasst gerne ein Like da, kommentiert dieses Video und abonniert diesen Kanal. In diesem Sinne, wir sehen uns in Berlin. Was bummt dir? Das Licht fliegt heute Nacht aus der Fassung. Ich muss nur 1:1 sehen und dann wird mir klar, dass du heute mit mir heimgehst. Sie bewegt sich zu Dancehall, gutes Tempo, willst du mit in mein Bender? Ich weiß nicht, ob das jemand fühlt, aber bei solchen Strecken fahre ich lieber Zug. Ich habe kurz überlegt, soll ich mit dem Auto nach Berlin? Aber vielleicht können wir mal hier die Entfernung einblenden. Ich glaube, das sind über 400 Kilometer mit dem Auto, was, glaube ich, an die 5 Stunden dauert, würde ich jetzt einfach mal so hinkloppen. Deswegen fahre ich Zug, ist entspannter. Ich werde mich reinsetzen, nichts machen und bin in Berlin. Mit dem Zug fahre ich 2 Stunden 56. Das heißt, das ist wirklich super entspannt. Und außerdem bin ich lieber der Typ, der sich irgendwo reinsetzt. Mit dem Auto ist man zwar flexibler, das ist ein absolutes W, aber in der Hinsicht will ich nicht flexibel sein, sondern ich möchte einfach so wenig aufmerksam sein, wie es nur geht. Und da ist Zugfahren einfach 10-mal besser. Also, wir sehen uns am Bahnhof. Bis dann. Ich bin gut in der Zeit. Zug kommt um 10.01 Uhr, 9.55 Uhr am Bahnhof. So gut in der Zeit war ich schon lange nicht mehr. Normal ist dieser Weg immer ein klarer Sprint. Also hier sprinte ich entlang, komme dann hektisch ans Gleis, springe hektisch in den Zug und schaffe ihn gerade so. Aber Zeiten ändern sich. Das ist auch so verrückt. Ich reise mit den ganzen Geschenken schon an. Ich kann euch mal später erzählen, was ist und für wen das ist, könnt ihr euch sicher denken. Für welchen verrückten 25-jährigen Mann. So, wir sind angekommen in Berlin. Berlin Hauptbahnhof. Kenne ich mich schon blind aus. Ich habe mir jetzt einen Uber bestellt und der nächste Step ist, dass wir zu Riede fahren und werden da mal ein kräftiges Merry Christmas da lassen. Wie groß ist dieser Weihnachtsbaum? Das sind doch locker 15 Meter. Hilfe! Der größte Weihnachtsbaum Deutschlands. Berlin Hauptbahnhof. Kommt gerne vorbei. Verrückte Frage, müsst ihr mir in den Kommentaren verraten. Ist ein Taxi teurer als ein Uber? Weil ich fahre immer Uber, weil ich der Meinung bin, dass das Ganze billiger ist. Aber ich bin mir nie richtig sicher. Ich glaube, Taxi teurer als ein Uber. Leute, hier ist der Haushalt. Soll ich mal sagen, du hast abgenommen? Doch. Nein. Oder sagen wir ich so. Ich habe in den letzten 2 Wochen ungefähr 70 Burger gegessen. Ich war in Amerika. Ja, aber am meisten hat es die Ficklocke getroffen. Ich hatte Angst, dass ich die 100 knacke, ne? Also wirklich. Ich dachte. Weil wie viel bist du? Ich habe nicht mal zugenommen, da. Immer noch so 93. 93. Wie groß? Fresh Bro, 1,88. Wenn jemand fighten will, soll er sich melden. Gleiche Gewichtsklasse, gleiche Größe. So, wir sind jetzt in Berlin unterwegs zu Eli Geller. Es ist minus 10 Grad. 10 Grad? Ja. Der Mann ist mit einer kurzen Hose hier. Aber ich bin auch krank, deswegen. Ja, deswegen ist voll gut. So. Ja. 5 Hände, um ihn hochzuhalten. Er wiegt 5 Kilo. 5 Kilogramm. Bist du stolz darauf? Ja. Er ist sportlich. Er kann wirklich gut klettern und so. Riech mal an ihn, Sitter, ob er stinkt. Na, er stinkt nicht. Beiß ihn! Beiß ihn! So, wir sind auf jeden Fall jetzt hier bei Geller. Das ist Sydney. Gibt's dir was zu trinken? Gibt's dir was zu trinken? Ja, und Champagner. Digga, ich muss euch auch mal was erklären. Letztens
Warte, aber kannst du einfach vielleicht mal sagen, Wasser? Nein, mir ist gerade was eingefallen. Ja, aber, nicht in der ja, aber er will doch nur was trinken. So, hier ist das Equipment, wenn ihr das mal Ganze sehen wollt. Hier wird es einen Weihnachtsstream von uns geben. Merry Xmas. Das gab's noch nie und heute wird auch richtig ein Glühwein reingetankt. Wer ist es? Nee. Haben wir Glühwein? Nee, leider nicht. Ich mach das Ding, ich glaube, es wird. Ja, das ist besser, oder? Ich glaube nicht besser, aber. Ich glaube, Eli hat die Hose seit 4 Tagen an. Ich schwöre, du bist so ein Stinker. Du hast sie an Weihnachten gepostet und ziehst sie glatt durch. Ja, aber ich habe sie gestern auch an. Nein, ja, aber doch so. Du hast sie durchgehend an. Ist das ist doch nicht schlimm. Meine Unterhose hat sie seit 4 Tagen. Bro, ich hatte mal 3 Tage eine Boxershort auf Malle an. Also, ich hatte sie einen Tag wirklich nicht an. Ja. Einen Tag hatte ich sie wirklich nicht an. War sie bestimmt gewaschen. Ich, ja. ich hatte hier schon ganz andere Nummern. Ja. Ich war 30 Tage durchgestreamt. Was glaubst du, was ich da gemacht habe? Sag mal ehrlich, hast du da mal Scheiße gestunken? Ja, safe. Okay. Es war ja auch richtig warm die ganze Zeit. Ah, gut. Du hast ja 4 Tage die gleiche Unterhose an? Vorbei, der Cutter ist gekommen. Rojo's da, Rojo makes some fucking noise. White Cardi. White Cardi, ey, ich freue mich auf dein Album. Ich feiere dich extrem. Kannst du mich bitte grüßen? Wen? Schöne Grüße von White Cardi an Willi. Grüße von White, nee, Grüße von White Cardi an Willi. So, wir haben heute einen Kochstream oder einen Weihnachtsstream. Das sind die Klöße, die habe alle ich gemacht. Die sind so lecker, die werden so geil schmecken. Oder muss sie? Warte mal, geil. Ist mehr oder weniger. Also wir haben ja auch ein paar Spiele. Ist krank. Ja. Machen wir gesagt auch ein paar. Wirst du die, also freust du dich, auf was freust du dich am meisten? Auf die Klößchen. Sehr schön. Warum? Weil du die gemacht hast. Mein Bruderherz. Ich hab sowas noch nie gegessen. Melle ist die Chefköchin. Melle, Daumen nach oben, wenn ich gute Klöße gemacht habe. Ich hab die Augenbrauen nach oben gesehen. Welche sind deine? Hä? Alle, Bruderherz. Mann, Digga. Mach mal jetzt zu Eli. Sag Eli. Eli, das waren nicht 2 Minuten. Nee, das ist bei was anderem. Ruf ihn, bitte. Das ist was bei Eli! Ja. Gibt's Kalle? Mutti hat was. Ne. Das sind die Chicken. Sehen sehr. Die hinten links sehen gut aus. Das ist ein Fortschritt, die sehe ich gerne. Das passt. Rotkohl, die Klöße von mir. Hier wird Wasser gekocht. Dein schönster Moment 2023. Meinen Dad ein Auto gekauft. Dein Moment, dein Lieblingsmoment 2023? Dingser mit Koray zusammengezogen. Sehr nach schön. Berlin. Sehr schön. Dein Moment 2023. Weihnachtsgeschenk an meine Mama. Gerne das Video jetzt einmal einblenden. Dein Moment 2023. Ich will jetzt eigentlich auch sagen, man muss die zusammengezogen, aber... Soll ich das doppeln? Natürlich, wenn das deine Gefühle sind, zeig die mit uns. Nach Club. Oma, die Klöße hab ich gemacht. Meine Oma schaut immer unsere YouTube-Videos. Sag mal schöne Grüße, Magitta. Schöne Grüße, Magitta. Schöne Grüße. Also, die sehen echt gemacht, nicht schlecht aus. Man kann mal hier rüberkommen. An, wie geil das aussieht. Das haben wir gemacht. Das ist wirklich cool. Die Soße hab ich gemacht. Die Soße ist so krank, Leute. Checkt die bitte auf TikTok ab. Jetzt wird's so crazy. Das ist das Resultat. 2 Chicken, Klöße. Wow. Wow, wow, wow. Was ein unglaubliches Endprodukt. Jingle bell. Ja. Ich hab doch kein Trikot an. Egal, er hat recht. Ja. Ich hab doch kein Trikot an. Doch. Es ist soweit. Leute, Haare sind nein. Haare sind wavy. Warte, Digga, komm schon mit. Eigentlich, du weißt, oh shit, man! Ja. Die T-Shirts anziehen, ne? Ob die passen, das interessiert mich. Crazy, das war ein richtiger man. Film. Wavy Geller. Wavy. Haare sind wavy durch Durek. Was sagst du? Gib ehrliches Feedback. Man muss noch ein bisschen reinkommen. Ja. Das ist doch nicht deshalb. Man merkt, du bist ein bisschen nervös. Ja. Ich bin nervös, oder? Du musst gechillt bleiben. Ja, Bruder, sei nicht nervös. Du musst ein bisschen in die Fuckboy-Blick machen. Ja, zeig mal, warte mal, gib mir deinen Fuckboy-Blick. Spiel mal mit der Zunge. Nee. Doch, bitte, jetzt. Yes. Mach mit Zunge ein bisschen. Mach mal. Mit Zunge, komm schon, ein bisschen für die Cam, Bro. Du bist leid. Bruder, ich mache hier keine Zunge. Doch. Du musst dich damit identifizieren. Was? Was denn? Ey, ein bisschen. Ich sehe schon dieses Selfie. Yes. Aber jetzt hast du eine Unterhose an, oder? Ne. Sehr geile Optik. Ey, geile Optik. Check das aus. Oh.
Pantoffeln formelle, Hose formelle. Preis von den Dings, von Slides. Habe ich geschenkt bekommen, war kein Placement, aber habe ich geschenkt bekommen. Hose? Sponsor, auch geschenkt bekommen, Sponsoring. Okay. Oberteil? Sponsoring. Okay. Ketten? Sponsoring. Ey, jetzt mal ehrlich, dieses krass gemütlich, die Hose, ne? Aber zieh dir Unterhose drunter. Nein. Ich finde das richtig krass. Nein, hast du die? Hä? Deswegen Hose macht man das nicht. Mann, ich habe Erfahrung. Man wäscht die erstmal. Ja, was soll ich machen? Was soll ich jetzt machen? Eine Unterhose anziehen, hä? Was soll ich machen? Ja, hä? Ich sag wirklich, ich lieg das mal. Immer wenn die Eni so sieht, danach kommt nichts mehr. Nein. Danach nackte Wahrheit. Es ist Formel. Guck mal, du hast richtig Freiheit. Ja, reizt gar nichts. Die Klöten sind frei voneinander. Massive Eier. Das ist krank. Rojo hat auch was zu Weihnachten bekommen. Also, nur ganz kurz fürs Update. Wir haben hier uns alle gerade Geschenke verteilt. Schaut das gerne bei Eli an. Da werden so ein paar Highlights hochkommen. Ist auf Eli sein YouTube-Kanal. Lasst ein Like da, abonniert, kommentiert. Schaut euch gerne die Geschenke an. Waren coole Geschenke dabei. Eli ist jetzt im Lightskin. Er war sehr nervös, Chat. Aber ja, dann haben wir hier eine extra Vita-Welt Weihnachtskarte. Also, war sehr, 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 sehr cool. Sehr schöne Geschenke von jedem. Und alle kommen vom Herzen. Das ist das Wichtigste. Nicht der Preis oder sonstiges, sondern die Geste zählt. Was sagst du? Aus deinem Bauchnabel Champagner? Werbe nicht. Natürlich. Oder was ist die Hauptstadt von Portugal? Lissabon. Schweden? Stockholm. Schweiz? Bern. Was machen wir gerade? Kroatien? Kroatien? Ist... Zagreb. Voilà. Sag Melle, Melle, mach einfach das, was ich sage, wir werden gehen. Mach einfach das, was ich sage, Melle. Muss die? Entschuldige dich. Ihr werdet jetzt eine Runde sehen von Activity, Musti und Melle. Letzter Platz, ne? Macht euch keinen Stress, Musti. Musti, jetzt muss was kommen. Musti, du musst nicht, du kannst. Okay, 3, 2, 1, los. Pfanne, Trommel, Wolf, Trommelwolf, Kuhtopf, Kuhmelken, Kuhblase, Kuhpfanne. Kuhmesser, Kuhschneider, Digga. Scheiße, ich erkläre. Okay, ich mach Pantomime. Viereck, Haus, Eingang, Tür. Fenster sauber machen. Fenster sauber putzen. Fenster putzen. Fenster putzen. Fenster putzen. Yes. Was war das? Ein Steak sein. Ein Steak sein. Was? Tschüss. Steak, ja, unmöglich. Unmöglich. Fensterputzer hätte man machen können. Zwei Punkte. Fensterputzer hat er gemacht. War zu spät? Nein, es war in der Zeit. Melle, wir schummeln. Warte, ich schwöre, ich habe drauf geachtet. Ich sage jetzt was, was ihr nicht wusstet und ihr müsst auf meiner Seite sein. Vicky hat immer an der Uhr geschüttelt. Ja, das macht keinen Unterschied. Ich bin dafür, dass wir Punkte Warte mal, das ist verrückt. Nee, das ist verrückt, ja. Weißt du, sie hat aber nichts gesagt, wo sie doch vor euch war. Ja. Rasieren. Rasierschaum. Passt. Nur noch das müssen wir richtig machen. Dann sind wir durch. Ist hier nichts? Die Hälfte. Hä? Was ist denn? Es ist Aufsteigen, Absteigen. Tafel, Einwechslung. Einwechseln. Anzeigetafel. Okay, warte. Wechsel. Wenn du was Gutes machst und eine Stadt zum Beispiel rettest, bist du ein Held. Und dann ist das eine gute Tat. Heldentat. Passt. Das ist dein Zimmer. Das ist Wohnung. Nicht zu Hause, sondern dein ist nicht zu Hause, sondern dein. Wenn Kinder in ein Haus kommen, wo sie, wenn sie keine Eltern haben, ist ein Stopp.
Spielerwechsel, Heimwerker. Spielerwechsel, Heimwerker. Egal, wir haben 3 Punkte gemacht. Was habt ihr geholt? Gebt euch mal das, was Roat postet. Bin gerade ein bisschen horny. Dann so, der hat Druck. Und jetzt guck mal. Eklig. Schon wie? Oder wie viele Leute das jetzt glauben, ne? Das ist halt real top. Vor allen Dingen, er hat so das dreifach an Story-Views von mir. Das kommt. Ja, ich komme gar nicht mehr raus. Du musst auch im Block nicht reinkommen, sodass du das erklärst. Ja, der Eklige. Hey, ekelhaft. Ich sag auch, Bro, ohne jetzt zu abwertend zu sein. Das sind Sachen, die teilt man nicht. Mann, Bruder, wenn ich jetzt auf dieses Thread gehe, ich sehe safe einen schlimmeren Post von euch und das sogar freiwillig. Ja, das ist nicht mal, also, da musst du aber wirklich nicht lange recherchieren. So. Okay. Digga, ihr seid solche Bastarde. Den musst du echt lange recherchieren. Ich nicht, aber. Oh, Eldos hat auch gepostet. Roat crazy unterwegs. Ja. Mann, Bruder, Eldos macht alles, was ihr macht. Wenn ihr euch morgen in die Hose scheißen würdet und sagen würdet, das ist cool, mit einer vollgeschissenen Hose rumzulaufen, wird er das machen, der Politiker. Ja, ganz kurzes Feedback zu Roat seinen Schuhen. Jetzt in die Kommentare, bitte. Das ist mir ganz wichtig. Ne. Halt mal in die Hand, bitte. Vergleich mal mit Kopf, oder? Halt. Schon Wucht, Alter, schon. Ich sag dir ehrlich, Bruder, jeder, der dir in die Quere kommt, den haust du kaputt. Tatsächlich kann ich die krass kommen mit einer krassen Hose, aber ich würde sie niemals auf eine beige tragen, sondern wenn, dann auf all black, auf schwarz. That's my boy. That's my boy. Weil dann kommen die Schule krasser. Ich würde einfach nur gerne dein Urus ausleihen, mehr nicht. So, wir sind jetzt hier noch im Auto mit Roach. Ich hab sogar wirklich Bock auf eine Currywurst, ne? Das ist krank. Das ist crazy. Ja, Mann, scheiße, Currywurst. Ja, ist eklig, Digga. Genau, eine Currywurst von Matze holen. Wenn wir schon mal hier sind, hol ich mir eine Currywurst. Currywurst von Matze, ne? Das ist verrückt, Digga. Ich hab auch gelacht darüber, der holt sich jetzt wirklich eine Currywurst. Der hämmert seit 5 Minuten da rum. Ist mir bei den letzten beiden aufgefallen. Bei den letzten beiden Wurststückchen. Irgendwie schmeckt das komisch. Ach, Digga, echt, Digga. Was meinst du denn, warum wir die ganze Zeit lachen, du Idiot, Digga? Bruder. Ne, das ist Curry 36, ich denke auch, irgendein Currywurstmann. Der hier gerade ist? Ja. Und kommt irgendein komischer Geschmack bei der Wurst, Digga. Und das ist nicht mal Wurst. Ja. Bruder, und der kaut darauf rum, als würde den ganzen Tag nichts anderes tun. Nee, Wurst geht nicht mehr. Ihr müsst euch vorstellen, Sydney hat 2 Laptops und der eine ist, da wickst du seit 10 Jahren drauf, ne? Seit 10 Jahren wickst er da drauf und Legacy, der andere ist so neu. Der hat Legacy. Und jetzt, und Eli war ja im Krankenhaus wegen seiner Knie-OP. Anstatt dass er ihm den neuen Laptop gibt, er gibt ihm den Laptop, wo er seit 10 Jahren drauf wickst einfach. Jetzt könnte ich überhaupt einen Laptop geben, ey. Ja, Mann, Ehrenmann. Ehrenmann in den Chat. Ehrenmann in die Kommentare. Ja, voilà. Nein, der Wix-Laptop geht nicht. Doch. Meine Freunde, das war's mit dem YouTube-Video. Ganz, ganz wichtig. Lasst einfach mal ein Abo da. Weil das Ding ist, es juckt euch sowieso nicht. So auf Instagram, ihr wisst, wie es ist. Auf Instagram, man versteht, man will vielleicht die Sachen nicht sehen, dies und das. Aber auf YouTube ist so ein Ding, ihr könnt einfach ein Abo da lassen. Und es juckt sowieso nicht, weil ihr schaut euch das Video eh an, wenn es so vorgeschlagen wird. Wisst ihr, wie ich meine? Ganz selten gucken Leute in die Abo-Box. Deswegen lasst einfach mal ein Abo da und ein Like da. Maybe die 10.000 Likes. Schreibt mir in die Kommentare, wie viel Zentimeter ihr habt. Und es geht 1, 2, 3. Nice guy, so high school musical American Pie.